Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Es gibt einen neuen Minecraft-Film-Trailer. Wir haben den ersten schon angeguckt. Ich habe jetzt hier auch schon das Video geliked, natürlich könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt auch gerne bei Warner Bros. Pictures vorbeigucken. Oh, jetzt bin ich da im Weg. Eine Sekunde. Ihr könnt auch gerne bei Warner Bros. Pictures vorbeigucken. Wir analysieren jetzt den zweiten Trailer so ein bisschen. Ich habe ihn noch nicht angeguckt. Ich sehe ganz viel vorgeschlagen. Das Video wird jetzt natürlich einen Tag später kommen, aber tut mir leid. So, ich würde sagen, 4K eingestellt. Okay, dann gehen wir gleich mal rein. Minecraft trailer, take two. I am Steve. Also ich muss sagen, beim ersten Trailer war ich ein bisschen lockerer, also ne. Da habe ich so ein bisschen Feedback gesehen und alles und wir gucken jetzt mal so, ne. As a child I yearned for the mines, but something always got in the way. Go on, get out of here! But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging. Man sieht auf jeden Fall, das ist so. Man sieht auf jeden Fall, das ist schon aufwendig gemacht, so, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie Minecraft sieht es wirklich nicht aus. Also, tut mir leid. Wie beim Trailer, wo ich schon gesagt habe, es wirkt alles ein bisschen wie Minecraft Legends. Vielleicht könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen mehr mit sagen, aber es ist wirklich dieses Hellblau. This. A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. Got a boy? Where are we? Oh. Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Game of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the overworld. Anything you can dream about here, you can make. Now let's have some fun. This place makes no sense. Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. Ja, den hat er schon wieder. Also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt ein bisschen still. Ich will euch natürlich auch nicht die Show stehlen. Vielleicht die meisten kennen wir wahrscheinlich eh schon gesehen. Ich gucke mir selber noch ein bisschen an. Wir gucken uns auf jeden Fall die deutsche Variante dann noch an. Es gibt irgendein Behind-the-Scenes-Video von Minecraft. Das wurde mir vorgeschlagen. Ich habe keine Ahnung. Können wir uns auch mal angucken. Also vom Budget her ist es natürlich schon hoch, aber so 100% wie Minecraft. Ja. What's this junk? An Ender Pearl. Teleports you to wherever you throw it. Ich muss sagen, mir hätte so ein animierter Film wie dieser Trailer mehr gefallen. Weil ich glaube, ich spreche auch dafür die Mehrheit. Aber ich verstehe nicht, warum machen die das nicht einfach animiert? Die Zielgruppe ist allgemein sehr jung. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendein. Guten Blockbuster soll schon werden, aber man hätte es wirklich animiert machen können. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. Ja, gut, ich würde sagen, das ist, glaube ich, wie beim anderen. Oh, yeah. Oh, nee. There's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. That feel quick to anyone else? Ja gut. Oh, 4. April. Okay. Ja, also ich muss sagen. Ja, was kann ich da sagen? Ja. Gut. Wir gucken uns jetzt einfach mal die deutsche Variante an, ne? 12 Sekunden später. Okay, jetzt haben wir gleich nochmal in Deutsch. Das ist jetzt vielleicht für uns ein bisschen besser. Tut mir leid. Ja, guck. Weil HD, warum wir nur HD? Hm? Warum ist denn der jetzt so HD? Das ist echt kacke. Die hätten sie auch einfach, die müssen ja nur synchronisieren, also bis in 4K. Minecraft Trailer, take two. Ja gut. Ich bin Steve. Als Kind war ich verrückt nach den Minen. Aber irgendwas kam mir immer in die Quere. Ich check das erst jetzt. Das ist der. Oh. Ich hab gedacht, das ist ein anderes Kind.
den Minen. Oh. Aber irgendwas kam mir immer in die Quere. Na los! Jetzt verschwinde! Ja. Aber der Lockruf der Minen war zu stark. Deshalb begann ich eines Tages zu graben. Ich grub und grub. Ich meine, jetzt ergibt es für mich ein bisschen mehr Sinn, ne? Und ich fand... So, jetzt kann ich ein bisschen mehr verstehen als vorher. Das. Ja. Ein Wunderland, in dem alles, was du dir vorstellen kannst, möglich ist. Wie schon gesagt, das Münzgrub ist schon sehr krass. Aus Blöcken gebaut werden kann. Braver Junge. Man muss sich aber vorstellen... Also, als Animation wäre es natürlich viel, viel leichter, ne? Also... Ja, ne? Aber man muss sich mal vorstellen, wie soll man das eigentlich im echten Leben so umsetzen? Das ist ja Minecraft, ist ja blockig, pixelig und als echte Person ist halt schon ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Deswegen hätte ich allgemein das alles eher in animiert gemacht. Wo sind wir? Warte, wer bist du nochmal? Garrett, the Garrett. Also diese ganzen Rollen, diese Nebenrollen, habe ich keine Ahnung. 1989? Wie auch immer, ist mir nicht wichtig. Willkommen in der Oberwelt. Alles, wovon ihr träumt. Hier die Redstone, die Power Drills, ja. Wollen wir mal gleich Bock, Minecraft zu spielen? Ich bin hier aktuell, also für die es nicht wissen, ich bin in der aktuellen Farming-Simulator. Und ja, Minecraft kann ich schon Bock ein bisschen wieder. Dieser Ort ergibt gar keinen Sinn. Was du nicht sagst. Gut, das ist auch wie im anderen Trailer. Es gibt dunkle Mächte, die diese Welt also wie gesagt, wollen. Das ist einfach Minecraft Legends verfilmt, irgendwie mit Jumanji gemischt. Steve's Lava Chicken. Um sie aufzuhalten, müssen wir etwas Außergewöhnliches erschaffen. Gehen wir zum Lager. Okay, warte mal, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Aha. Und der Helm ist ein bisschen klein. Vielleicht gibt es irgendwelche interessanten Dinge? Nee. Ja, also so vom Trailer her muss ich auf jeden Fall sagen, hat mir der andere mehr gefallen. So, ne? Aber, ja. Was ist denn das für ein Schrott? Eine Enderperle. Teleportiert dich dahin, wo du sie hinwirfst. Ist klar. Tu's nicht! Und das war die einzige, die ich hatte. Kein Ding. Ach ja, ja. Eine Sache müsst ihr noch wissen. Jetzt ist es dunkel. Ja gut, also jetzt ist es dunkel, kommen die ganzen Mobs, ist ja klar irgendwie, ne? Das ging jetzt sehr schnell, also, oder? Also das können wir jetzt selbst... Ja, also das ist tatsächlich wirklich einfach Minecraft Legends irgendwie verfilmt. Ich meine, das Motto, das sieht immer alles sehr, sehr ähnlich aus. Ich bin immer noch der Meinung. So, was mich jetzt interessieren würde, wir gehen einfach mal auf den Minecraft-Kanal. Und zwar Exclusives Insights Allah. Gut, ist es das? Ja, ne? Wir haben den Titel anscheinend mal geändert. Jetzt können wir mal liken. We first started talking about making a movie over a decade ago. Okay, das ist behind the scenes. We really wanted to honor the world. Okay, warte, noch so deutsche Untertitel. Oh, warte, das kann man auf Deutsch übersetzen. Okay, Audi. Ist ja cool, hätten die das auf Deutsch auch noch gemacht. Nicht automatisch. So, da. Deutsch bitte. So. We first started talking about making a movie over a decade ago. We really wanted to honor okay, the world. Okay, ich bleib doch lieber da. It's super fun to see everything, all the details. And I can't wait to see it all come alive on the screen. It is an open also, world. Ich glaube, wir sprechen da alle einer Meinung. Das sieht schon krass aus, ne? Und natürlich, hier... Das ist schon krass gemacht. Das ist auf jeden Fall aufwendig. Das ist ja auch von Warner Bros., ne? Haben wir natürlich ein großes Budget von einfach wegen Minecraft. Aber ein animierter Film mit dem Budget wäre schon irgendwie besser gewesen. As a kid playing Minecraft, it always felt so big. This game has been loved by millions all over the world for years now. Aber irgendwie ist der Untertitel nicht so zentriert, ich weiß nicht. It's coming to life. Alright, let's do it. Minecraft is full of opportunities for adventures. Each person's journey is different. When we were developing this into a film, we just thought, let's bring our fun story. It's very intentional that this movie is called a Minecraft movie as opposed to the Minecraft movie.
A Minecraft movie takes place in the real world and the Minecraft universe. Ja, da sieht man schon wieder wie Jumanji, ne? See Steve wishing he was able to do whatever he wants. Wie ich schon mehrfach gerade auch in dieser Folge gesagt habe. Jumanji und Minecraft Legends. Wenn man das kombiniert, Butch. Können wir so einen Explosion-Effekt vielleicht anfangen? Ich mache einfach nochmal. Butch! Kommt der Minecraft-Film raus, sozusagen. Wild. I play Garrett the Garbage Man Garrison. He has this history of being this great video gamer from the 80s. And he's been holding on to that. And he hasn't moved past that life when he was on top. He's a huge fan of Pink. He looks good. Right now, he's definitely this burnout who got fame from a very young age. And I don't think he's ever had a hug. So what about you? What are you on the lam? Henry is like basically the modder, the person who takes the vanilla game and tweaks it and adjusts it. He literally has to create to survive. Yeah. Great. Now it's dark. All players have this experience of the first night. Very quickly, the sun sets and things change dramatically. They really did not hold back. Oh, weißt du, was auch krass wäre? So, Squid Game im Minecraft-Style. Das wäre eine Idee. We have zombies. So als Serie. Ich meine, es gibt irgendeine Minecraft-Serie, habe ich auch gesehen. We shouldn't forget the most famous Minecraft-Mob, the Creeper. It's been really exciting taking things that are from the community's life. Das ist wirklich krass. I've been trying to adapt it. You're gonna love how. Aber ich weiß nicht, also wenn man für sowas Budget hat, hätte man halt wirklich dieses Budget nutzen können, einen richtig krass, ultra, mega animierten Minecraft-Film mit diesen so Trailer-Style und richtig schön mit großer Story und alles. Hätte man, glaube ich, auch sehr großartig machen können. Beautiful. This world has become using all of the elements of the video game. Everything's cubic, so square trees, square fruits, cool, ne? Square trunks, square grass, square flowers. The players had a big influence on the movie. We asked Mumbo Jumbo to help us. He wound up building quite a bit. This was something that I actually worked on with Jared, cactuses being launched as the Minecraft player. We know how precious this is to a global gaming community. We're so excited to be able to share this. Minecraft is one of the biggest, beautiful worlds you can make. Yeah. This movie is a joyful celebration of everything about Minecraft and creativity. That's one of the great things about Minecraft. Also ich würde sagen, für dieses Behind the Scenes habe ich, also ich persönlich habe jetzt ein bisschen mehr Überblick über die Story. Ich kann mir da mehr ausmalen als über die Trailer. Aber es ist halt natürlich schon sehr ungewohnt, sage ich jetzt auch mal. Diese ganzen echten Personen in so einer Minecraft-Welt zu sehen, ja. Und ich glaube, das war's. Also, mein Fazit ist, animierter Film wäre besser gewesen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Abonniert auch gerne den Kanal. Es haben irgendwie 86,6% die Videos gucken, nicht abonniert. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Samstag, glaube ich. Ja, am Samstag zum neuen Video. Bis dahin, wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.